Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy 15. Im letzten Part sind wir zu dem Riesen gegangen, haben dort ein Königsgrab gefunden und sind heruntergestürzt. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu dem Titan und Ignis hat uns angerufen. Aufgelegt. Meinte, die Neffen wären hier. Das hat uns noch gefehlt. Spaß. Das macht bestimmt richtig viel Spaß jetzt. Okay. So, erstmal absorbieren und ich würde sagen, es geht weiter so. Megatrank. Ey, so viele Items, wie wir hier bekommen, muss uns ein Bosskampf erwarten. Das habe ich letzten Part schon gesagt. Ich kann es mir echt nicht verstehen, dass wir. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass wir hier wirklich so fucking angekommen. Ja, endlich. Viel Zeug bekommen und dann. Und uns dann nichts erwartet. Das kriegen wir nämlich bestimmt nicht geschenkt für nichts. So. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal rein. Das war eine Arke-Dolche. Ey, Dolche sind irgendwie so ziemlich. So richtig oft Waffen. Oh Gott, ich sehe fast nichts, ey. Das sind irgendwie in letzter Zeit so richtig oft Waffen, mit denen wir kritischen Schaden hinlegen. So. Das war's dann mit dem. Ich würde sagen, wir sagen dem Riesen mal Hallo. Was? Hä, wie viel EP hat das denn jetzt gegeben? Das ist ja krank. Hallo. Na, mein Hübscher. Hey! Hier bin ich! Hallo! Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! Ach, Spaß. So, einmal mit einem Punktwarp Fallschaden ausgewichen. Na, ausgewichen kann man nicht sagen. Ach, komm. Ich wollte keine Wahl. Ich hab dich wirklich. Ey, ich hab doch sogar blockiert. Aber danke, Gladio. Danke. Lass uns abhauen. Das ist aussichtslos. Ja. Sehe ich auch so. Du darfst dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Ist gut. Ja klar, hau mir halt voll ins Gesicht, du dreckiger Titan. Muss mich doch komplett verarschen. Uiuiui. Ja, okay. Hier sind wir ihm ausgeliefert. Lauf! Das sagst du so einfach! Und ich komme hier nicht mehr hoch, hallo? Hallo? Oh, danke. Scheiße! Also ich. Ja, ich wollte gerade eben sagen, also ich würde mich umdrehen und würde ihm die Hand geben und ihn hochziehen, aber er schafft es allein. Einfach nicht locker lassen! Nein, geh weg! Geh doch weg! Ich bin mir halt unsicher, ob der Warp irgendwas bringen würde. Das lasse ich lieber sein. Ja, okay. Ich höre einfach mal auf Gladio. Ja, klar. Alter, wie früh musste ich denn blocken? Geh mir fort mit dem Scheißteil. Hey. Ich hab genug von diesem Mist. Ich würde gern wissen, ob der gegen irgendwas, ich sag mal, anders reagiert. Also, ob der gegen irgendwas eine Schwäche hat.
Also gerade kann ich ganz gut parieren, muss ich doch ehrlich sagen. Was ist der denn? Gegen was ist der denn schwach? Einfach mal durch die Hand durchgeglitten. Nice. Ja, doch, gerade eben block ich verdammt gut. Okay. Wieder drauf konzentrieren und zack, einmal durch. Ja, nice. Eigentlich wollte ich mit prompto Durchschuss machen und nicht markieren. Genau deswegen. Es hilft im Anmarsch. Ja, nice, die helfen mir. Gladius wieder da. Das ist doch wunderschön. Aua. Da sei jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Mache ich das jetzt am allerdümmsten? Gibt es irgendwelche anderen Ziele, die ich anvisieren kann? Da oben ist ein Warp Point. Kann ich von hier aus irgendwas besser machen? Hast du die Königswaffen aktiviert? Trophäe erhalten. Gereift. Oh. Hast du die Königswaffe aktiviert, kannst du deinen gesamten Limitbalken einsetzen, um deine Spezialfähigkeit Exekutive einzusetzen. Dazu muss allerdings mindestens ein Gefährte kampffähig sein. Je mehr Limitenergie übrig ist, desto stärker wird der Angriff. Okay, dann wollen wir mal. Ja, ich... Die Sache ist halt... Ich weiß nicht wirklich, wo genau ich dieses, das Exekutive einsetzen soll. Ich habe ja keinen genauen Punkt, wo ich das jetzt einsetzen kann. So in dem Sinne. So, kurz mal Punktwurf machen, damit wir regenerieren. Der trifft uns hier jetzt aber nicht, oder? Na, anscheinend nicht. Nee, anscheinend kann er uns hier oben echt nicht treffen. Also mein Plan war es jetzt nicht wirklich, da die ganze Zeit... Boah! Okay, die ganze Zeit da oben zu bleiben, aber... Okay, wie mache ich das jetzt am allerbesten? Ja, Gladio wird jetzt nicht treffen, das ist klar. Ja, aber prompto müsste mit seinem Durchschuss dann doch ein wenig was anrichten können. Wie mache ich das denn jetzt am blödesten? Gibt es irgendwas anderes, was ich irgendwie machen soll? Also klar, ich kann die Königswaffen aktivieren, aber ich will es jetzt nicht riskieren in dem Sinne, dass ich das Ganze jetzt komplett verschwende. Jetzt erstmal zu Ruhe kommen. Warte, wie willst du denn von mir die Stadt, dass ich das machen soll? Kann ich mich irgendwo hin porten? Oh Gott, ich will jetzt aber auch nicht wirklich irgendwie so. Okay. Einen von den Lancier angreifen, wollte ich sagen. Aua. Ach komm, jetzt lass den doch nochmal down gehen. Was mache ich denn falsch? Muss ich den Limit mal irgendwie aktivieren oder so? Hier steht auf jeden Fall die Lockdenktor Beschwörer für jeden Gegner die passende Waffe. Ja klar, also. Das ist mir schon bewusst, aber meine Frage wäre. Was? Ignis ist irgendwie. Oh. Thank for the tip of prompto. Thanks you. Wie genau soll ich das jetzt am besten machen, seinen Arm zu zerstören? Weißt du was? So, jetzt reicht. Komm mal runter.
zählt das? Das hat mir selbst jetzt mehr Schaden gemacht als ihm. Ich hoffe, der erwischt mich jetzt nicht. Irgendwie blöd. Kurz mal einen Heiltrank schlucken. Ja. So. Exekutive muss ich irgendwie anders einsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den irgendwie auf den Boden kriegen kann oder so. Ich guck mich mal ein bisschen mehr auf dem Schlachtfeld um. Hui. Hey Leute. Aua. Ach, soll ich hier hinten hinlaufen? Wow, es fällt mir wirklich sehr früh auf, dass ich hier hin muss. Ja, ja, ist gut. Alles okay. Aua. Bisher zumindest. Nochmal hier Angriff. Ich habe aus Versehen meine Leute erwischt, also. Mensch, was ist denn die richtige Waffe für den? Ihr seid alle in Gefahr, Leute. So. Ich würde sagen, ich würde trotzdem aber sagen, dass nicht alle einen Heiltrank bekommen. Ja. Fist of the Dead. Alter. Junge. Klar. Ich bin noch ausgewichen, was ist dein Problem? Hätte nicht gedacht, dass ich wieder dahin laufen soll. Das war doof ausgewichen wieder. Nein! Ich bin wieder zurück dahin. Ich muss es, wie es aussieht, wirklich schaffen zu blockieren. Jawohl. So machen wir das. Zack. Ignis und Prompto haben einen Trick im Ärmel. Aisra arbeitet zusammen, um diesen Riesen das Handwerk zu legen. Ja, und wie kann ich das machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das aktivieren soll. Mit der Gruppe mindestens 13.000 Schaden anrichten. Müsste aber eigentlich klappen. Mit Verlaub. Mit Verlaub? Ja. Sehr schön. Das war's für dich. Hey! Alle noch da? Ja. Offensive S-Technik A, jawoll. Aber wir haben zu lange gebraucht. Was ist los? Was macht er? Titan! Oh, zur Elbfeuchtigkeit kann die Sichtweise leider nicht wechseln, sonst hätte ich es so gemacht, dass Noctis nicht im Weg steht. Das Imperium.
fetten Kampf mit denen. Oh. Hi. Hey, Freunde! Guckt nicht so verwirrt. Hattest du bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim. Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein! Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct. Schon gut. Noctis hat das Siegel des Riesen, ein Zeichen von Titans Segen, erhalten. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Titans Prüfung. Nochmal fett EP bekommen. 7000 EP. Müsst ihr wieder für mindestens ein Level abreichen. Ja. Level 27 für Gladio und Noctis. Prompto fällt immer weiter zurück. So, den nehmen wir mit. Das lassen wir. Dann nehmen wir das mit, das sieht cooler aus. Und das ist auch super. Okay. Kapitel 5, dunkle Wolken. Wir sehen uns gleich nach dem Ladevorgang. Einige Tage später. Travus, Nox, Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir sie für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Cortez-Platte verschwunden ist. Ich fass es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Chocobos. Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Deine Regalia ist verschwunden. Sämtliche Optionen im Menü zum Fahren wurden deaktiviert. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Spaß. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten. Bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Nein, bis dahin gibt's Chocobos. Hey, na? Ob er eine Nachricht für uns hat? Ach komm. Ja, Junge, was ist los? Sag doch, sprich mit mir, Hund. Gentiana! Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramon. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad. Von der Kanagi. Von Luna? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh.
So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. Erstmal bedanken. Wieso zur Hölle hast du immer einen Stift bei dir? Dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Auch genannt Blitz und Donner. Ra muss siegen. Noctis muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Berühre die drei Steine Ramus, die in der Region Duskay verteilt sind, auf dem Rücken eines Chocobos, lassen sich die Langstrecken besser bewältigen. Das ist mir bewusst. Ich habe ja noch Tagezeit. Haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Und, was machen wir dabei? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Juhu, Aufgabe abgeben. Habt ihr den Chocobo gefunden? Ja, hüpft wieder putzmunter durch die Landschaft. Oh, wirklich? Das heißt, ihr konntet ihn also versorgen. Vielen Dank. Ich habe eine Belohnung vorbereitet. Aber das hier kannst du haben. Das haben wir gerade neu ins Sortiment aufgenommen. Nochmal 1000 EP. Okay. Es gibt wieder eine neue Aufgabe. Entschuldige die plötzliche Frage, aber ich würde dich gerne um deine Meinung zu etwas bitten. Ich würde gerne meine Speisekarte aufpeppen. Und zwar mit einem gesunden Gemüsegericht. Wenn dir irgendetwas einfällt, dann lass es mich bitte wissen. Klar. Wenn mir irgendwas einfällt, sicher. Lecker. So, erstmal wieder die Aufgabe abgeben. Oh, das ist also deine Gemüseempfehlung? Ja, meine Empfehlung. Und, wie schmeckt es? Lecker, denke ich. Okay, dann vertraue ich mal deinem Gaumen und mach mich direkt an die Kreation meines neuen Gerichts. Sei so nett und probier's als Erster. Okay, nochmal schöne EP. Da sage ich nicht nein. Nochmal eine Aufgabe? Ja. Sehr schön. Wieso das? Tut er das? Der wilden
Chocobos in Gefahr ist. Wanderer haben berichtet, dass er von wilden Tieren verfolgt wird. Keine Angst, wir kümmern uns drum. Wo genau? Wo genau ist das denn? Das ist wieder so in der Landesmitte von einem anderen Gebiet. Ich nehme es euch nicht krumm, wenn euch der Job nur Nummer zu gefährlich sein sollte. Ey, was soll das denn heißen? Das finde ich jetzt ganz schön gemein. Aber, Leute, das war's für den Part. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.